Hallo, hier ist Gerda Maria. Ich stehe hier vor unserem Staudenfenchel, also einer Staude. Und das summt und brummt, ist ganz schön. Ist auch eine zauberhafte Sommerpflanze, wie sie da steht, vor dieser großen Rudbeckia. Unten drunter mein Winterbrokkoli. Noch eine Pfefferminzblüte. All diese Doldenblütler sind ja wichtige Nahrungspflanzen auch für Schmetterlingsrauben. Und da stelle ich auch noch ein Video in die Infobox. Schwalbenschwanzraupe frisst Fenchel, weil das ist zum Beispiel eine Raupe, die Fenchel frisst. Nicht viel, die Staude geht nicht kaputt. Was ich auch besonders liebe, sind diese jungen Triebe. Die kann man abpflücken, ernten und einfach im Garten essen. Das ist so, so aromatisch. Das ist wirklich eine Geschmacksexplosion, die ich natürlich auch liebe. Auch super dekorativ. Diese sommerliche Leichtigkeit, was diese Pflanze auch vermittelt. Ja, vielleicht inspiriert dich das, dich auch mal mit dem Staudenfenchel zu beschäftigen. Viel Freude damit.